Es ist auch heute wieder der ganz normale Wahnsinn an und jenseits der Finanzmärkte und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Marktgeflüster. Fangen wir mal mit dem ersten Wahnsinn an. Das ist die Federal Reserve, unsere allseits geliebte US-Notenbank. Die hat heute mal soeben 99,6 Milliarden Dollar in die Märkte gepumpt. Das macht man ja mal soeben. Das passiert einmal, dass man da praktisch aus Versehen vielleicht 27 Nullen zu viel plötzlich an den Markt bringt. Nein, es scheint einfach nach wie vor so, dass da irgendwie aus irgendwelchen Gründen, die kein Mensch so wirklich erklären kann bisher, ein immenser Liquiditätsbedarf ist. Da sagt einer, warum habt ihr nicht gleich 100 Milliarden gemacht? Das wäre doch schöner als 99,6 Milliarden. Und es ist ja nicht QE, es ist einfach nur Geld. Das ist auch eine wichtige Unterscheidung, finde ich. Denn die Fed sagt ja, das ist auf keinen Fall QE. Sondern eben der Kauf kurzfristiger US-Staatsanleihen, weil die US-Administration Trump eben Schulden macht, Schulden macht, Schulden macht und irgendwo muss es hin, irgendwer muss es kaufen. Und die Banken, die sind offenkundig so vollgesogen damit, dass sie irgendwie jetzt gucken, wie sie den ganzen Schrott loswerden können und dadurch dann über Nacht sich Geld besorgen müssen, indem sie eben diese Anleihen kurzfristig sozusagen als Sicherheit, als Collateral hinterlegen. Jetzt hat heute Elizabeth Warren, die mögliche neue Präsidentin der USA, zumindest die derzeit vorne liegende Präsidentschaftskandidatin in den Umfragen der Demokraten, gesagt, naja, vielleicht war das ja JP Morgan, die haben da dieses Chaos verursacht, ist ja die mächtigste Bank der USA. Warum? Weil sie vielleicht wollten, dass die Fed eben dieses QE betreibt, was natürlich kein QE ist, aber so ähnlich eben in der Bilanzsumme sich ausdrückt. Also das ist alles schon alles ziemlich wahnsinnig, muss man sagen. Da ist sicherlich einiges los. Einiges los ist dann auch an anderen Märkten. Wir sehen zum Beispiel, dass wir jetzt nur noch, was negativ rentierende Staatsanleihen betrifft, dass wir da deutlich zurückgekommen sind. Wir waren schon in Bereichen von 16 Billionen Dollar. Jetzt sind es plötzlich nur noch um und bei 13. Also da ist sozusagen das, was in den letzten Tagen passiert ist, nämlich dass die Renditen, die länger laufenden Renditen angestiegen sind vor allem. Das hat seine Spuren hinterlassen. Gleichwohl ist eines wirklich auffallend, nämlich dass es praktisch keine Unterscheidung mehr gibt, das wollte ich nicht zeigen, sondern das hier zwischen Investment-Grade-Bonds und weniger Investment-Grade-Bonds, also Triple-B-Bonds, Dreifach-B-Bonds und Double-B-Bonds, das sind also die Zweifach-B-Bonds, sind etwas besser bonitär aufgestellt, um es mal vorsichtig zu formulieren. Und wir sehen hier der Renditeabstand, der Spread zwischen diesen verschiedenen Risikoklassen von Anleihen, um es mal so zu formulieren, der ist so gering wie seit der Finanzkrise nicht mehr. Risiken gibt es nicht mehr, Risiken sind nicht mehr der Fall. Das gilt natürlich auch für den Brexit und da haben wir heute interessante Entwicklungen wieder. Da hat Boris Johnson gesagt, naja, guckt ihr, wenn ihr jetzt nicht meinen Fahrplan durchwinkt und ich will in 3 Tagen damit fertig sein, liebes Parlament, dann werde ich wahrscheinlich Neuwahlen ausrufen. Jetzt sagt Labour, ja, kannst du ja versuchen, aber wir sind gegen Neuwahlen, außer es gibt genügend Zeit dafür, denn Labour fürchtet, momentan hat Johnson so ein bisschen doch einen Lauf, wenn die Neuwahlen sehr schnell kommen, dann könnte das bedeuten, dass die Konservativen wieder den Sieg davontragen. Dann hat aber Boris Johnson, als er gemerkt hat, könnte knapp werden, gesagt, okay, ich bin jetzt doch bereit, vielleicht diese Frist zu verlängern, vielleicht nochmal eine kurze Verlängerungsfrist von der EU zu beantragen von 10 Tagen. Eigentlich hat er gesagt, ich will gar keine Verlängerung. Ich will definitiv, dass am 31.10. der letzte Tag der Briten in der EU ist. Jetzt hat er nochmal so einen Mini-Kompromiss angedeutet, aber die EU wird niemals sagen, ja, 10 Tage, das akzeptieren wir. Also er weiß genau, dass das nicht funktionieren wird. Auch das ziemlicher Wahnsinn, auch das Taktik. Das tägliche Brexit-Chaos gibt uns heute und heute war wieder einiges der Fall. Das wird nach wie vor eine Geschichte, die völlig offen ist. Nach wie vor ist nicht klar, ob die Briten im November noch in der EU sind oder auch noch im Dezember oder auch noch im Jahr 2087. Das weiß bisher kein Mensch. Schauen wir uns mal die US-Indizes an, was da so der Fall ist. Was wir hier sehen, ist das Smart Money. Sogenannte Smart Money Flow, also das Geld der größeren Anleger gegenüber der Performance des S&P 500. Und das divergiert schon seit einiger Zeit, jetzt aber besonders krass. Das Smart Money scheint sich so ein bisschen zu verabschieden. Würde auch erklären, warum wir diese minimalen Volumina haben. Wir haben gestern, wie gesagt, ich hatte das
thematisiert heute Morgen in Sachen Liquidität. Das ist praktisch wie ausgestorben. Gestern der niedervolumigste Handelstag seit August 2018, also seit über einem Jahr, muss man sich vorstellen. Klar, es war ein Montag, aber es war ja irgendwie nicht so ein halber Handelstag oder so ein Feiertag in den USA, wo trotzdem irgendwie gehandelt wird, so alibimäßig. Nein, es war ein normaler Handelstag, aber es passiert nichts. Wir sehen das auch dann. Einige interessante Entwicklungen der Fall sind, es sind nach wie vor die wenigen großen Werte, die den Markt da oben halten. Hier sehen wir den Nasdaq Composite oben und unten sehen wir die Advanced Decline Line, also die Linie, die anzeigt, wie es ausschaut mit dem Verhältnis zwischen steigenden und fallenden Aktien. Und da sind wir deutlich unter Null. Wir haben also die Situation, dass tendenziell mehr Aktien, quantitativ mehr Aktien fallen als steigen. Macht aber nichts, wenn eben die schweren Aktien, die hier Marktgewicht auf die Waage bringen, wenn die steigen, dann zieht das eben den Gesamtindex nach oben, so wie zum Beispiel heute mal wieder eine Apple, die auf Allzeithoch hier hantiert und die extrem schwergewichtig ist. Apple und Amazon alleine machen zum Beispiel in einem Index wie dem Russell 2000 schon ein so erhebliches Gewicht aus, aufgrund ihrer Marktkapitalisierung, dass sie eben damit den Index mal ganz locker nach oben ziehen können. Aber wir sehen, da sind so einige Widersprüche. Es stimmt nicht mit dem Breadth, mit der Marktbreite. Das ist denn nach wie vor der Fall, aber es kann ja nichts schief gehen. Was schief gehen kann, und das finde ich eine hochinteressante Grafik, das ist die Verteilung von Vermögen in den USA. Hier sehen wir die unteren 90%, die Anfang der 80er Jahre noch mehr als 35% dieses Vermögens inne hatten. Die reichen 0,1%, die lagen so bei 8%. Inzwischen sind die fast gleich auf, das heißt 0,1% besitzen etwa so viel wie 90% der Amerikaner insgesamt, und das ist natürlich eine Steilvorlage für diese Unzufriedenheit, die sich dann auch in einer Wahl eines Donald Trump zum Beispiel niederschlägt, der gelegentlich ja etwas erratisch agiert, wie manche meinen. Wir haben übrigens heute neue Aussagen aus China, die etwas weniger versöhnlich klingen. Hier zum Beispiel von Hu Xijin, den Chefredakteur der Global Times, der gesagt hat, ja, Trump hat hier die chinesische Wirtschaft gestern kommentiert, und das war einer der Gründe, warum die Märkte gestern nach oben sind, weil er gesagt hat, ja, es geht gut mit China, der Deal oder die Verhandlungen laufen gut, aber dabei war das eine einzige Wade, warum es den Amis so gut geht und den Chinesen so schlecht ist. Europa ganz schlecht, ganz schlechte Wirtschaft, China ganz schlecht, aber ich ganz toll, Zölle gemacht, Wirtschaft stark, alles gut. Das war so der Tenor der Rede, eigentlich nicht so wirklich so, dass man sagen konnte, versöhnlich bullische für die Aktienmärkte, aber die Märkte haben es halt so genommen. Hier sagt jetzt Hu Xijin, also wir machen großartige Flughäfen, gab ja diesen Riesenflughafen, der in Peking neulich eröffnet wurde. Wir machen High-Speed Railways, also praktisch Hochgeschwindigkeits-Eisenbahnen in kürzester Zeit. Und ihr, was habt ihr Amerikaner eigentlich zuletzt gebaut? Nix! Das hat Hu Xijin gesagt, und ein anderer hoher Offizieller aus China hat gesagt, ja, uns ist dieser Handelskrieg aufgezwungen worden von den Amerikanern. Die Amerikaner wollten das. Also das klingt so ein bisschen wieder so nach ersten Misstönen, die so zwischen den Zeilen hier jetzt schon zum Ausdruck kommen. Schauen wir uns die Märkte an, schauen wir uns an, was da passiert ist. Was wir hier sehen, ist der S&P 500 praktisch unverändert, 3011 Punkte aktuell. Wir sehen hier einen längeren Chart, da ist sozusagen jetzt diese Widerstandszone nach wie vor nicht überwunden. Heute die Berichtssaison ziemlich gemischt. Wir hatten sehr gut Procter & Gamble, wir hatten Biogen unglaublich durch die Decke geschossen auf der Positivseite. Wir hatten aber eine eher schwache McDonald's mit deutlicher Verfehlung sowohl von Umsatz- und Gewinnerwartung. Vor allem das Geschäft in Amerika lief schlecht. Wir haben Zahlen von Travelers, die dann abverkauft wurden, UPS, United Parcel Services, praktisch der Logistiker, abverkauft worden. Also es ist ziemlich gemischt, gute Zahlen neben sehr schlechten Zahlen. Das führt dazu, dass die Märkte nicht wirklich so genau wissen, wo sie hin sollen. Das ist der Dow Jones, 26.885, heute wieder ein bisschen profitierend von einem Anstieg von Boeing, die über 2% steigen. Wir sehen den Nasdaq 100, der deutlich schwächer unterwegs ist, weil zum Beispiel Facebook abverkauft wird. Hier wollen immer mehr Bundesländer in den USA eine Untersuchung gegen Facebook einleiten, also der politische Gegenwind, der wird größer. Was macht der DAX aus der ganzen Story? Der ist aktuell bei 12.759, relativ wenig verändert, läuft hier praktisch
seitwärts. Da tut sich nicht viel. Wir haben den Euro, der heute ein bisschen zurücksetzen muss, 1,1140, aber nach wie vor sich auf gutem Niveau hält. Gold ist bei 1484 weitgehend unverändert, aber etwas schwächer. Und wir sehen, dass das amerikanische Crude Oil nach oben geht, $54,42. Also der ganz normale Wahnsinn, die Fed mal eben 100 Milliarden in die Märkte gepumpt. Im Brexit ändert sich jede Sekunde alles. Und ansonsten gemischte Zahlen. Morgen Boeing, morgen Caterpillar, Microsoft, das werden die Weichenstellungen sein. Ich wünsche jetzt erstmal einen wunderschönen Feierabend und sage Servus und Ciao. Die Charts übrigens von wem haben die nochmal?